Insgesamt herzlich willkommen zu der FDP-News vom Juli 2022. Mein Name ist Damian Schaller und ich bin Vorstand von unserer lokalen Partei. In dieser Ausgabe gibt es keine Neuigkeiten aus dem Einwohnerrat, Landrat oder Gemeinderat, denn die haben alle Sommerpause. Dafür haben wir ein paar Informationen für euch zu den aktuellen Abstimmungsvorlagen. Bei der ersten Abstimmungsvorlage geht es um die dringend notwendige AHV-Reform. Aufgrund der Entwicklung unserer Bevölkerung haben wir immer mehr Leute, die für immer länger ihre Rente werden beziehen. Das heisst, wir haben ein grosses Defizit in der AHV. Die Reform besteht aus drei Teilen. Es gibt eine Harmonisierung vom Rentenalter auf 65 Jahre von Männern und Frauen, es gibt Ausgleichsmaßnahmen für die Übergangsgenerationen sowie eine Anhebung der Mehrwertsteuer um 0,4 respektive 0,1%. Es wird aber neu möglich sein, die Rente viel flexibler zu beziehen als bisher. Und das wird auch positive Effekte haben für Erwerbstätige und Arbeitgeber. Im Parlament haben Nationalrat und Ständerat sowie die gesamte FDP-Fraktion der Reform deutlich zugestimmt. Und auch wir empfehlen Ihnen, stimmen Sie zweimal Ja zur AHV 21. Von der Basel-Peter Flutrichler an der 1. August 4 bei uns in Allschwil haben wir natürlich gemeinsam die Nationalhymne gesungen. In seiner Grußbotschaft vom Gemeinderat hat der Franz Vogt erwähnt, dass die Wildviertelliga schon zum 10. Mal beim besten Wetter dieser Welt hier organisiert. Man kann sogar sagen, der Petrus ist ein WIV-Zähler. Und dass er definitiv ein Allschwiler ist, hat er das Jahr eindrücklich unter Beweis gestellt. Ich sage nur Fasnacht, Dorffest und jetzt heute. Ganz speziell begrüßen würde ich noch den Gemeindepräsidenten von Hägen, Herr Thomas Zeller. Die zweite Vorlage, die wir zur Abstimmung haben im September, ist die Massentierhaltungsinitiative. Die Initiative fordert noch strengere Vorschriften für die Haltung von Nutztieren. Die Schweizer Gesetzgebung ist aber bereits eine der strengsten der ganzen Welt. Und die Annahme dieser Initiative würde der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft enormen Schaden zufügen. Bereits heute haben wir als Konsumenten eine Wahl. Diese Wahl würde uns mit der Annahme dieser Initiative genommen. Die neuen Regelungen würden einfach alle Import gelten. Es ist völlig illusorisch, dass wir das im Ausland kontrollieren könnten und es ist auch nicht möglich mit den geltenden Freihandelsabkommen. In der dritten und letzten Abstimmungsvorlage geht es um die Reform der Verrechnungssteuer. Wenn der Schweizer Unternehmen oder eine Körperschaft Anleihen ausgeben, dann fallen auf die Zinsen, die die Investoren bekommen, eine Verrechnungssteuer von 35% an. In der Schweiz können wir das ohne Probleme zurückfordern, aber für internationale Investoren ist das sehr anspruchsvoll, administrativ und man bekommt es nicht in jedem Fall zurück. Das macht die Schweiz als Finanzplatz unattraktiv und zudem ist die Steuer veraltet, da man aufgrund des automatischen Informationsaustauschs bei den Banken überhaupt das gar nicht brauchen. Wir empfehlen Ihnen darum, stimmen Sie Ja zur Reform der Verrechnungssteuer. Mehr Informationen finden Sie jederzeit auf unserer Homepage und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen.